Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Wir sind Bewusstseinsforscher und beschäftigen uns mit luziden Träumen, Astralreisen, Aktivierung der Zirbeldrüse, alles rund um das Thema die Matrix, also das Verlassen der Matrix und unsere Supertechnik. Die spirituelle Dissoziation. Ja, wir machen heute den dritten von vier Teilen zu luzidem Träumen. Ja, wir haben ja Teil 1 schon gedreht, da ging es um die Theorie, sehr spannend, auch neue Sachen, die so noch nicht ganz so bekannt sind. Im zweiten Teil ging es um die Techniken, auch speziell unsere persönlichen Techniken, die auch nicht allzu verbreitet sind, wie wir luzide Träume trainieren oder da reinkommen. Und heute werden wir besprechen, wie man luzid bleibt, wenn man schon in einem luziden Traum ist und außerdem, wie man seine Träume programmieren kann, damit du, wenn du eine spezielle Frage hast oder ein spezielles Thema, das du geklärt haben möchtest, programmieren kannst, um die Frage dann im Traum beantwortet zu bekommen. Ja, eben. Also im letzten Video ging es um unsere Techniken, die wir so anwenden, als Vorbereitung für einen luziden Traum, und jetzt geht es um die Techniken in einem luziden Traum. Genau. Was macht man, wenn man im luziden Traum ist? Weil viele Menschen, die den ersten luziden Traum haben, sagen dann, wow, das war so eine tolle Erfahrung, aber sie hat nur 2 Sekunden gedauert. Dann war ich so begeistert, dass ich luzid bin, dass ich dann wieder aufgewacht bin. So ist es. Und das ist ja auch der Trick bei der ganzen Geschichte, nämlich wenn man es endlich schafft, in einem Traum luzide zu werden, den Traum dann auch so weit in die Länge zu ziehen, wie eben möglich. Denn je länger der luzide Traum andauert, desto mehr psychische Energie sammelst du an. Und je mehr psychische Energie du hast, desto mehr Energie kannst du auch in deinem Alltag anwenden. Ja. Du kannst dann, wenn du danach aufwachst, vielleicht nach einer halben Stunde gefühlt luzides Träumen, hast du so viel Energie, dass du wirklich denkst, so, wow, ne? Mit dieser Energie kann ich alles schaffen. Diese Energie stärkt auch alle positiven Charaktereigenschaften in dir. Ne? Mehr Selbstvertrauen oder mehr Willenskraft und solche Sachen. Und das kann man ja auch ganz gut gebrauchen in der heutigen Zeit. Und darum ist es wichtig, einen luziden Traum so weit in die Länge zu ziehen, wie eben möglich. Ja, ist ja schon häufig passiert, dass man im luziden Traum war und dann war es auch schon wieder vorbei. Ja. Was haben wir so gemacht? Also ich erinnere mich noch, dass mir dann, also ich habe vorher alles aufgeschrieben vor den luziden Träumen und was mir wichtig ist, sobald ich luzid werde, worauf soll ich achten? Und das hatte ich so sehr verinnerlicht, dass ich mich tatsächlich daran orientieren konnte, an dem, was ich mir vorher vorgenommen habe. Unter anderem eben, erschrick dich nicht, bleib cool, was eigentlich das Wichtigste ist. Weil ich weiß noch, ganz am Anfang war mein erster luzider Traum und dann, scheiße, ich bin luzid, was mache ich jetzt? Ach ja, stimmt ja, meine Liste, cool bleiben, war tatsächlich das Erste, woran ich gedacht habe und bin dann auch tatsächlich cool geblieben. Du musstest dir einfach nur ganz fest vornehmen, auch cool zu bleiben, damit du diese Intention mit in deinen luziden Traum nimmst. Cool bleiben, mach dir am besten vielleicht auch eine Liste. Und dann habe ich gedacht, was war noch auf der Liste? Ach ja, Finger zählen oder irgendeinen anderen Reality-Check oder irgendeinen anderen Test. Dann habe ich den gemacht, Finger gezählt. Stimmt. Und dann dachte ich, ist das jetzt wirklich ein luzider Traum? Weiter die Liste abgearbeitet. Okay, ich erschaffe jetzt irgendwas, was voll surreal ist. Habe ich gemacht und dann habe ich festgestellt, okay, ja, das ist definitiv ein luzider Traum. Also ich habe wirklich alles abgearbeitet auf der Liste, weil ich mir das ganz fest vorgenommen habe, wenn ich luzid bin, darf ich nicht wieder rausfallen, muss den Reality-Check machen und ich muss cool bleiben.
Und weil ich mir das so fest vorgenommen hatte, habe ich dann auch wirklich dran gedacht. Erst war so ein kleiner Blackout, weil du bist ja im luziden Traum und denkst, wow, ein luzider Traum. Aber dann musst du wirklich echt schnell umschalten und an deine Intentionen denken, und damit du nicht gleich wieder rausfliegst. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Innerhalb eines Traumes neigt der Verstand dazu, alles so zu rechtfertigen, dass es ja doch kein Traum sein kann. Ja, genau, richtig, ne? War so. Also da kommt dir dann irgend so ein Typ entgegen, der hat zwei Köpfe, und dann denkst du, oh Gott, wie sieht der denn aus, der hat ja zwei Köpfe. Und im gleichen Moment kommt dann der Verstand an und sagt, ja, weißt du noch, vor 3 Jahren, da hast du mal in der Zeitung gelesen, die haben Genexperimente gemacht und dann ist einer mit zwei Köpfen zur Welt gekommen, der ist das. Ne? Also da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht von sich selbst reinlegen lässt. Ja, stimmt. Ja. Und darum ist es ja auch wichtig im Traum, dass man im Zweifelsfall, sonst würde der Zweifelsfall ja erst gar nicht bestehen, man sich in einem Traum befindet. Dass man das eben so im Kopf behält. Wenn man sich schon fragen muss, ist das jetzt ein Traum, dann kannst du davon ausgehen, es ist einer. Das sollte man sich merken. Ja, deswegen sind ja auch die Techniken so wichtig, die wir letztes Mal angebracht haben, von wegen immer davon auszugehen, es handelt sich um einen Traum, immer. Das muss so fest in dir verankert sein, dass alles ein Traum ist, dass du auch im Traum keinen Zweifel hast, dass es ein Traum ist. Würde ich sagen, ist so das Wichtigste, ja, dass man da echt drauf achtet. Ja, und innerhalb des Traumes geht es darum, seine Wahrnehmung zu stabilisieren. Ja. Das bedeutet, wenn du luzide bist im Traum, dann kann es sein, dass du noch nicht 100% luzide bist. Mhm. 100% luzide im Traum zu sein bedeutet A, deine Wahrnehmung ist gestochen scharf. B, du weißt, dass du jetzt gerade im Bett liegst und träumst. Also, dass dein Körper, viel besser gesagt, im Bett liegt und schläft und du eben in einen Traum eingetreten bist. Also das sind die zwei wichtigsten Punkte, die man eben sich dessen bewusst sein sollte in einem luziden Traum. Weil es gibt nämlich auch präluzide Träume, das bedeutet, man weiß, es ist ein Traum, aber man ist noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, meistens denkt man, wenn man präluzid auch ist, gar nicht wirklich daran, bin ich jetzt luzid oder nicht. Man hat zwar die Möglichkeit, den Traum irgendwie unterbewusst zu beeinflussen, aber man ist sich wirklich echt, man denkt auch nicht wirklich dran, dass man luzid ist. Man denkt nur, ach ja, cool, ich kann das beeinflussen, aber man weiß gar nicht so richtig, ah ja, luzid, präluzid, Trübtraum, oder? Mhm. So ist bei mir immer. Ja, darum die beiden Punkte sind wichtig. Wirklich gestochen scharfe Wahrnehmung, Ultra 4K HD und was weiß ich nicht alles. Und die Klarheit auch, ne? Ja, die Klarheit, auch im Kopf sollte man klar sein. Dann kann man sagen, man ist in einem luziden Traum. Und ja, dann geht es jetzt darum, sich in dem Traum zu stabilisieren. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie einige Handlungen vollziehen, damit man im Traum auch länger bleibt. Ja. Das ist halt wichtig. Denn wenn man plötzlich völlig aufgeregt ist und völlig austickt und sagt, wow, ich habe es halt nicht geschafft, juhu, ne? Hm. Und man rennt dann durch die Gegend wie verrückt und quatscht jeden x-beliebigen an, hey, das ist ein Traum, wusstest du das schon? Ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass der Traum nicht länger als eine Minute dauern wird. Ja, ist wirklich so, ja. Ja, und in dem Zusammenhang muss man sich da schon vergegenwärtigen, dass man sich in einem Traum befindet und ihn auch stabilisieren will. Natürlich, die meisten luziden Träumer, sobald sie die ersten Male erkennen, dass sie sich in einem Traum befinden, die drehen dann gleich durch. Ne? Mhm. Also cool bleiben. Ne? Und auch nicht irgendwelchen Leuten gleich an die Wäsche gehen. Das macht man nämlich auch ganz gerne. Ne? Weil Sexualenergie und Traumenergie hängen schon irgendwie miteinander zusammen. Aber auch nur, wenn man nicht wirklich 100% luzid ist. Wenn man richtig luzid ist, dann
passiert das irgendwie nicht so. Genau, das ist der Punkt, genau. Das heißt also, wenn du plötzlich völlig rattig wirst und durch die Gegend läufst und willst unbedingt dich mit irgendwelchen Leuten paaren, ne? Um das mal so salopp auszudrücken, dann bist du noch nicht richtig luzid. Ja. Weil dich dann immer noch die Instinkte, sag ich mal, ne? Aber es ist auch echt schwer, ne? Wenn du erstmal in dem Rattig-Zustand bist, dann noch richtig luzid zu werden, das kannst du ja fast vergessen. Ja, das ist schwierig. Das ist richtig, ja. Und weil, sobald man nämlich in irgendeine sexuelle Interaktion mit einem Traumcharakter kommt, wird der Traum auch nur noch eine Minute dauern. Und dann wacht man nämlich auf. Ja, das hatte ich auch. Da weiß ich noch, da kam dann meine Mentorin und meinte, na, was kannst du hieraus lernen? Mhm. Und ich habe es ewig nicht gelernt, aber du hast mir dann gesagt, was sie mir sagen wollte. Ja. Nicht rattig sein, wenn du luzid bist. So ist es. Also ihr könnt natürlich auch Spaß haben, luzigen Traum, und könnt natürlich über den nächsten herfallen und was weiß ich mit dem machen oder euch irgendeinen herbeiwünschen, den ihr schon immer mal vernaschen wolltet, aber... Wenn es darum geht, einen luziden Traum in die Länge zu ziehen, dann sollte man von solchen Interaktionen absehen. Ja, ja, absolut. Also kontrolliert bleiben und cool bleiben auch. Nicht in Begeisterungsstürmen ausbrechen, weil wenn man zu enthusiastisch in einem luziden Traum ist, dann gibt es immer irgendeinen Störfaktor, der auftritt, oder man wird dann wach. Wegen der ganzen Aufregung. Also ich würde sagen, bevor du überhaupt dich ins Bett legst oder überhaupt an luzide Träume denkst, nimm dir wirklich fest vor, sobald ich luzid träume, denke ich daran, cool zu bleiben. Dass du wirklich vorher das schon so fest in dich hineinprogrammierst, dass du, sobald du luzid bist, auch wirklich daran denkst, an deine Liste oder an den wirklich wichtigen Punkt, cool zu bleiben. Also schon vorher immer wieder drauf programmieren. Ja, welche Möglichkeiten haben wir noch, sobald wir in einem luziden Traum sind und erkannt haben, es ist ein luzider Traum, cool geblieben sind? Welche Möglichkeiten haben wir da noch, uns zu stabilisieren im Traum? Auf die Hände schauen. Ja. Ja, erzähl die Geschichte von letztens. Ich fand das so lustig. Also innerhalb eines luziden Traumes kann man sich als alte indianische Technik eben darauf vorbereiten, seinen Traum zu stabilisieren, indem man dann auf seine Hände schaut und sich auf seine Hände konzentriert und versucht, die Hände so deutlich und scharf wahrzunehmen, wie es geht. Dann schaut man wieder nach oben, nach vorn und versucht, die Gegend scharf und deutlich wahrzunehmen. Wenn man merkt, dass die Umgebung wieder verblasst oder unscharf wird, wieder auf die Hände schauen, Hände fixieren, aber nicht einen Punkt der Hand fixieren, sondern immer den Blick über die Hand schweifen lassen. Nicht irgendwie dann plötzlich denken, oh, das ist aber eine interessante Linie da, was ist das denn genau und so. Also auch nicht in Details verlieren, das ist sehr wichtig. Um den Traum zu verlängern, sich nicht auf Details einlassen. Wenn man jetzt plötzlich irgendwo ein kleines, süßes Tierchen sitzen sieht, dass man dann da hingeht und konzentriert sich auf das Tier und schaut sich das Auge an, den Fühler. Also solche Kleinigkeiten vermeiden in einem luziden Traum, sondern immer den Blick schweifen lassen. Immer schauen, so wie wir es im Alltag ja eigentlich meistens auch machen. Ne, dass wir eben immer den Blick schweifen lassen und uns nicht auf kleine Details konzentrieren. Weil wenn wir uns irgendwie im Traum auf kleine Details konzentrieren, kommt das schon fast einer Meditation gleich. Und dann kann es auch dafür sorgen, dass man wieder in seinem Bett wach wird. Und das wollen wir auch nicht. Also Blick schweifen lassen, Umgebung prüfen, schauen, es so deutlich wie möglich zu sehen. Dann, wenn man merkt, das klappt nicht so ganz, wieder auf die Hände schauen, dort versuchen, die Hände so scharf und deutlich wie möglich zu sehen. Sobald die Hände scharf und deutlich zu sehen sind, wieder hochschauen
Umgebung. Und wenn dann die Umgebung scharf genug ist, man zufrieden ist, dann kann man sich durch den Traum bewegen. Und wie war das letztens so mit deinen Händen? Ja, also letztens war auch ganz gut. Ne? Da habe ich auch dann gesagt, oh ja, ich bin luzid im Traum, aber noch nicht so richtig. Also schaue ich auf meine Hände und schaue so auf meine Handflächen und alles in Ordnung. Ne? Guck wieder. Ja, noch nicht optimal. Ich gucke wieder auf die Hände und im selben Augenblick, als ich die Hände einmal drehte, hatte ich plötzlich so eine Hand. Mit verästelten, grau-fahlen Fingern, die irgendwie völlig alienhaft aussahen, mit irgendwie 7, 8, 9 Fingern dran oder so. Also da wusste ich, oh, ich bin noch nicht so 100% stabil im Traum. Ne? Ja, also aber auch nicht davon ablenken lassen, ne? Wenn du eben jetzt eine verästelte, 9-fingerige Alien-Hand hast, nicht schlimm, ne? Dreh die Hände wieder so, dass dich die Handflächen anschauen, ne? Und versuche so die Umgebung scharf und deutlich hinzubekommen. Ja, ich war letztens auch präluzid und habe es mit dem Handy versucht. Aber die drehen dann ja immer voll durch, die Handys. Versucht ihn dann anzurufen. Aber glaubst du, du findest am Handy dann den Wählknopf oder irgendwas? Also lesen im Traum ist generell schwierig. Ich habe das früher mal versucht, um mich zu stabilisieren. Entweder an der Tafel was lesen oder im Buch was lesen. Aber es ist extremst schwierig, weil dann die Buchstaben sich verselbstständigen oder gar nicht existieren in einer Form, die wir kennen. Das ist dann meist so Alienschrift. Ja. Ja, ja, das ist auch sehr wichtig. Also was im Traum sehr schwierig funktioniert, sind elektrische Geräte. Oh ja. Und Toiletten. Toiletten, ja. Da erinnere ich mich an die Looper-Geschichte, wo ich, ja, anyway. Ne, das heißt, Toiletten sind immer irgendwie voll kompliziert oder stehen im Freien. Stehen im Freien oder haben Glaswände. Ne? Solche Geschichten alle. Und Handys und andere elektrische Geräte, ganz schlimm. Voll kompliziert, steigt kein Mensch durch. Und da kann man auch einen Anker setzen. Ja, aber ich habe dann irgendwie gedacht, ach, scheiß drauf, aufs Wählen zu drücken. Ich bin die Zähne, habe ich dann übersprungen und habe dich dann angerufen. Einfach dachte, das muss auch ja, gehen. Ja, das geht auch, ja. Aber man sollte sich auch von solchen Geräten und Toiletten nicht ablenken lassen. Ja, das ist auch schwierig, ja, wenn man noch nicht bewusst ist. Ne? Eben, denn wenn du denkst, du musst noch aufs Klo oder wenn du denkst, du müsstest noch jemanden anrufen, dann bist du noch nicht richtig luzide. Nee. Dann bist du präluzid. Das heißt, du bist noch nicht hundertprozentig zentriert in deinem luziden Traum. Ja, also sobald ihr also auch im Alltag, damit kann man auch arbeiten, irgendwas mit dem Handy nicht stimmt oder irgendwas mit eurer Toilette oder Badezimmer nicht stimmt, dann könnt ihr da einen Anker setzen und zwar euch in solchen Situationen immer fragen, oh, ich träume. Träume ich? Ist das ein Traum? Ich glaube ja, es ist ein Traum, ja. Und auf diese Weise kann man dann, wenn man im Traum ist und plötzlich wieder Probleme im Badezimmer oder mit seinem Handy hat, kann man nämlich erkennen, oh, immer wenn ich Probleme mit meinem Handy habe, bin ich also in einem Traum. Ja? Also da kann man auch einiges machen. Ja, generell so Anker, etwas, das ihr sehr häufig seht oder das, was ihr oft im Traum seht, wenn ihr irgendwie euren Partner sehr oft im Traum seht. Könnt ihr den auch, wenn ich ihn im Traum sehe, werde ich luzid oder irgendeine bestimmte Handlung öfter im Traum vollführt, könnt ihr die auch programmieren, genau. Ja, also das ist da schon eine ganz gute Möglichkeit, aber in einem luziden Traum sollte man eben Badezimmer und elektrische Geräte und auch, wie gesagt, Paarungsrituale vermeiden. Ja. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Die nächste Möglichkeit wäre das Atmen. Man kann also sich im luziden Traum auf das Atmen konzentrieren, wie man einatmet und ausatmet. Und das stabilisiert auch in einem luziden Traum, weil man ja dann in dieser Traumrealität etwas macht, was man im Alltag ja machen muss, könnte man fast sagen. Also atmen in einem luziden Traum kann auch stabilisieren.
Und was noch stabilisieren kann in einem luziden Traum, ist, wenn man durch den Traum geht, auf seine Fußsohlen zu achten. Und zwar, dass man sich darauf konzentriert, den Boden unter den Füßen zu fühlen. Das auch so alltäglich wie möglich zu machen. Dass man also wirklich schon anfängt, langsam die Gravitation im Traum zu spüren. Das ist auch ein wichtiger Faktor, um den Traum zu stabilisieren und dadurch länger in dem Traum bleiben zu können. Also die wirklich guten luziden Träumer schaffen es, am Stück so 1 bis 2 Stunden in einem luziden Traum zu bleiben, gefühlt. Also mit Uhrzeiten ist das ja so eine Sache im Traum. Ne? Ja. Also gefühlt 1 bis 2 Stunden kann man dann in einem Traum bleiben und dann richtig Energie und Power ansammeln. Ja. Ebenfalls sollte man vermeiden, mit den Traumcharakteren in Interaktion zu treten. Das heißt, aktiv nicht in Interaktion treten, sondern eher reaktiv bleiben. Das heißt, wenn dich ein Traumcharakter anspricht, dann spiel deine Rolle und spiel mit. Und verrate niemandem, dass du gerade ein luzider Träumer bist. Behalte es für dich. Häng das da nicht an die große Glocke, rappel nicht an den Leuten und rüttel nicht an den Leuten und sag zu denen, hey, du träumst, ne? Schnallst du das nicht? Nein, nicht machen. Es ist dein persönliches Geheimnis, behalte es für dich. Und wenn du auf andere Leute triffst in dem Traum, also auf die Traumcharaktere, dann würde ich vorschlagen, die Rolle mitzuspielen. Wenn einer zu dir sagt, hi, was weiß ich, Nikolas, wie geht's dir? Was machst du so? Ne? Dann reagierst du so wie im Alltag. Ne? Ja, alles super, war gestern Freund besuchen, war ganz witzig und irgendwie sowas erzählen. Ne? Also auch nicht hier anfangen, den großen Lehrer zu spielen im Traum. Ne? Dass du dann versuchst, da zum Guru zu werden oder dass du irgendwie meinst, du müsstest da irgendwelche anderen Sachen mit den Leuten machen. Kannst du natürlich alles machen, wenn du willst. Du kannst im luziden Traum alles machen, was du willst, worauf du Lust hast. Es geht ja jetzt nur um das Thema, wie verlängere ich meine luzide Traumerfahrung. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn dein Traumlehrer da ist oder eine andere Person, die eben auch weiß, dass sie luzid ist. Das hatte ich auch schon öfter. Da hat dann die Person gesagt, ja, wir sind gerade luzid im Traum. Der da in der Mitte ist nicht, der ist es zum Beispiel nicht. Der wird sich morgen nicht erinnern. Also wenn der andere ganz nüchtern und neutral tatsächlich zu dir sagt, ja, das ist ein Traum und du bist auch in einem Traum, oder es ist dein Traumlehrer, der mit dir arbeiten will, dann geht das natürlich schon. Dann brauchst du es natürlich nicht verheimlichen, denn die andere Person weiß ja offensichtlich schon, dass du gerade luzid bist. Aber generell hast du natürlich auf jeden Fall recht. Ja. Also auf jeden Fall Interaktionen, gewollte Interaktionen unterbinden. Es sei denn, es kommt jemand auf dich zu, ne? Dann hau nicht gleich auf den drauf oder tritt ihn gleich oder sonst was, sondern agiere so, wie du auch im Alltag agieren würdest. Auf diese Weise bekommt der Traum auch mehr Stabilität, weil du dein alltägliches Denken in diesem Traum sozusagen anwendest und dadurch den Traum stabilisierst. Das ist so der Trick dabei. Und das nennen wir eben passives luzides Träumen. Das bedeutet, ich weiß, dass ich träume, ich bin 100% luzid, aber ich bleibe passiv, zurückhaltend. Da ergeben sich dann auch ganz spannende, interessante Momente, finde ich. Weil dein höheres Selbst leitet dich ja dann durch den Traum und zeigt dir wirklich extrem spannende Sachen, wenn du dich führen lässt, ohne eingreifen zu wollen. Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist eben da die Kunst, dass du also als luzider Träumer deine Alltagsrolle spielst, ne? Beobachtest, du sammelst Informationen, ne? Du kannst natürlich hier und da mal eine Frage stellen, das ist natürlich auch möglich, ne? Aber auf diese Weise gewinnst du an Stabilität und gewinnst auch an Traumenergie und psychische Energie. Das heißt, je mehr Energie du in diesem Traum sammelst, desto leichter wird dir auch das luzide Träumen zukünftig fallen.
weil du hast dann so viel Traumenergie in dir angespeichert, dass in der nächsten Nacht du viel leichter in diesen Zustand kommst. Darum ist das so beliebt, das passive luzide Träumen. Das aktive luzide Träumen heißt, du machst im Traum alles, worauf du gerade Lust hast. Du fällst über die Leute her oder spielst da Tennis mit irgendwelchen Leuten oder wünschst dir was weiß ich wen herbei oder gestaltest den Traum nach deinen Wünschen frei um. Das ist dann das aktive luzide Träumen. Ja. Aber um die Realität, die Traumrealität, so lange auskosten zu können wie eben möglich, sollte man das passive luzide Träumen praktizieren. Es gibt jedoch einen ganz kleinen Nachteil, in Anführungsstrichen Nachteil. Mhm. Denn ich habe auch schon luzide Träumer getroffen, die haben diese Techniken angewendet, um länger in diesem luziden Traum zu bleiben. Und irgendwann wurde der luzide Traum so real und so echt, dass es wie der Alltag war. Und dann fühlten sie in dem Moment, dass es tatsächlich möglich wäre, in diesem Traum für immer zu bleiben. Hm. Und da sprechen wir sozusagen von einem Realitätswechsel, den man zum Beispiel auch über die spirituelle Dissoziation erreichen kann. Man kann es auch über das luzide Träumen erreichen, die Realität zu wechseln. Und das bedeutet, man würde also sein Alltagsbewusstsein, sein Alltags-Ich mit hinüber in den Traum nehmen und sich dort sozusagen festmachen, seinen Anker setzen. Und dann bleibt man halt in dieser anderen Realität für immer. Man kommt dann nicht mehr zurück. Ja, und das ist uns ja letztens passiert. Aber dazu mehr in unserem Teil über Erfahrung. Mhm. Ja, das sind also so die Tricks, um einen luziden Traum möglichst in die Länge zu ziehen, lange drin zu bleiben. Es ist auch nicht so wichtig, am Anfang jetzt gleich die ganz tollen Informationen zu bekommen oder geile Gespräche mit irgendwelchen Mentoren oder Engeln oder was weiß ich zu führen. Kommt sowieso automatisch irgendwann. Das kommt irgendwann automatisch, sondern es geht erstmal darum, den Traum so weit wie möglich zu verlängern. Einfach die Basics halt, ne? Ja, es geht also um die Technik erstmal. Man muss erstmal die Technik beherrschen, die persönliche Technik auch entdecken. Es gibt ja immer noch feine Abstufungen und so weiter, die man eben anwenden muss, um den Traum zu verlängern. Und wenn man diese Technik ganz gut beherrscht, dann kann man auch stundenlang im Traum bleiben. Und wenn man auch das gut beherrscht, stabil in dem Traum zu sein, dann kann man auch auf Erkundungstour gehen. Dann kann man schon gucken, wo ist mein Mentor, also mein Traumlehrer, ne? Und was laufen hier noch für Gestalten herum und wen kann ich im Traum kontaktieren, um bestimmte Informationen herauszufinden und. Also es ist schon ein bisschen wie ein Computerspiel. Hm, ja. Dann mit der Zeit kommt einem das alles vor wie so ein Computerspiel. Und nur mit dem Vorteil, dass man hierbei auch Informationen erhalten kann, die man auch im Alltag gut gebrauchen kann. Ja. Ja. Also, was tun wir, um zu stabilisieren? Vorher eine Liste machen am besten. Ich bleib cool. Was machen wir im Traum? Auf den Atem achten, auf die Hände schauen, auf die Fußsohlen achten, nicht in Details verlieren. Und wie gesagt, nehmt euch das alles ganz fest vorher vor. Und natürlich nicht vergessen, nicht mit jedem rummachen, der euch über den Weg läuft. Also wirklich. Mit niemandem rummachen am besten. Nehmt euch das ganz fest vor, auf genau diese paar Punkte zu achten. Denkt immer daran, bevor ihr ins Bett geht, das ist meine Liste, auf die achte ich. Und dann kann auch schon fast nichts schief gehen. Dann kriegt ihr das auch hin. Ja, ich denke, wir haben jetzt das Nötigste erzählt zur Traumstabilisierung. Denkt daran, wichtig ist es schon, dass man innerhalb des Traumes so lange wie möglich bleibt. Das gilt aber nur für die, die wirklich Wert darauf legen, auf die Traumenergie, die zu erlangen und anzuhäufen.
psychische Energie anzuhäufen, die man im Alltag auch verwenden kann und den Traum so lang wie möglich in die Länge zu ziehen, um möglichst viel Energie zu sammeln und dann später ein sehr stabiler, luzider Träumer zu sein und die coolen Infos alle raushauen kann bzw. erlangen kann. Ne? Genau. Ja, weitere Videos zum luziden Träumen wären dann die Traumprogrammierung und natürlich unsere Erfahrungen oder Erfahrungen generell in luziden Träumen. Das sind so die weiteren Videos, die noch kommen. Aber nächste Woche kommt erstmal ein ganz anderes spannendes Thema. Wir wechseln das immer so ein bisschen ab. Mal luzides Träumen oder Träumen und dann ein anderes spannendes Video. Ja, da haben wir noch einige sehr spannende Videos auf Lager. Ja. Mhm. Ja. Ja, wir danken euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Und ja. Erzählt uns doch einfach, welche Techniken ihr zur luzide Traumstabilisierung anwendet oder was bei euch funktioniert hat. Hilft bestimmt auch den anderen, wenn ihr ganz tolle, geniale Techniken habt, die ihr getestet habt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.